Hallo und guten Tag aus Paderborn. Ich bin Ilka Min von der Universität Paderborn und unterrichte in der englischen Sprachwissenschaft. Mein Name ist Rebecca Schmidt und ich habe die Professur für Kunstdidaktik mit besonderer Berücksichtigung von Inklusion. Zusammen halten wir die Keynote Inverted Classroom Beyond and Within. Wir haben in einer gemeinsamen Veranstaltung eine Methode angewendet, die sich Ding nennt. Dazu braucht man eine Klingel. Ein anderer Name dafür ist Storytelling oder kreatives Versagen. Und wie das Ganze geht, wollen wir kurz vorstellen und dann zeigen. Zu dieser Methode braucht man, wie gesagt, eine Klingel. Man braucht jemanden, der die Klingel bedient. Und man braucht jemanden, der eine Geschichte erzählt. Der Geschichtenerzähler fängt an. Und immer wenn der Person, die klingelt, ein Wort in der Geschichte nicht gefällt, dann klingelt sie. Und der Geschichtenerzähler muss in der Geschichte die Geschichte verändern und ein neues Wort finden. Und los geht es. In unserem Vortrag geht es um Inverted Classroom. Verschiedene Perspektiven. Alle Fächer? Alles zusammen? Wie soll das denn gehen? Wir haben etwas vorbereitet, das sich mit der Umsetzung und Durchführung von ICM beschäftigt. Mit den Voraussetzungen für die Selbstlernphase? Mit der Präsenzphase und den verschiedenen Szenarien, die man da beschreiben kann? Mit methodischen und didaktischen Erwägungen? Vielleicht Student Engagement? Alles zusammen? Oh. Wie soll das denn funktionieren? Na, wir fragen einfach das Publikum. Dazu nutzen wir Pigeonhole, Mentimeter, Socrative, Audience Response Systeme insgesamt. Und wie füllen wir das dann inhaltlich? Wir stützen unseren Vortrag zum Beispiel auf Literatur. Wir könnten unsere eigenen Erfahrungen mit einbeziehen. Wir könnten aber auch die Kompetenzen des Publikums erfragen. Aber wir könnten auch alles drei machen. Aber wie kriegen wir das denn hin? Wir versuchen in unserem Vortrag Inverted Classroom lebendig werden zu lassen. Aber anstatt dass wir eine Vorbereitungsaufgabe an das Publikum stellen, nutzen wir lieber ihre Erfahrungen und ihre Kompetenzen. Wir fügen die Erkenntnisse dann in einem Padlet zusammen. In ein Explain Everything. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ist auch echt total viel. Wie es dann wird, sehen wir. Genau, wir freuen uns sehr auf den Februar und hoffen, möglichst viele da zu sehen und mit uns zu diskutieren und zu besprechen, wie wir ICM besser umsetzen können.